thank <laughs> you Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmewertung, zu dem Film Furiosa, a Mad Max Saga. Ja, in diesem Film geht es um die kleine Furiosa, die ein bisschen zu weit von ihrer Siedlung entfernt ist, denn es ist eine der wenigen Flecken auf dieser Erde, die noch, ja, sagen wir mal, Vegetation hat, denn die Menschheit hat die Erde zu... Grunde gerichtet und es ist eigentlich ein riesengroßer Wüstenplanet. Ja, aber sie lebt auf so einem kleinen Fleckchen, wo es Pflanzen gibt, wo es Bäume gibt und alles. Und ja, sie entfernt sich mit ihrer kleinen Freundin zu weit von ihrer Siedlung. Die kleine Kuriosa wird gespielt von Elia Brony. Die ähm, kennt man bisher noch gar nicht. Die ist noch gar nicht so wirklich in Erscheinung getreten. Und ja, mit ihrer Freundin will sie ein paar Äpfel pflücken oder irgendwelche Früchte auf jeden Fall. Und ja, sie bemerken dort einen Trupp von bösen Bikern. Und ja, sie versuchen die Maschinen der Biker zu sabotieren. Aber Furiosa wird... Geschnappt und ruft um Hilfe und so, und das Dorf ist auch, die Siedlung ist auch sofort alarmiert und so. Die Biker möchten gerne Furiosa zu ihrem Stützpunkt bringen und zu ihrem Schiff bringen, denn ja, so ein Fleckchen Erde ist natürlich eine Menge wert und bringt natürlich auch eine Menge Reichtum an Ressourcen mit sich. Aber auch die Mutter von Furiosa. Die ist auch keine Frau von Traurigkeit, denn das ist schon eine ganz taffe Frau und ja, die nimmt die Verfolgung auf und ja, befreit Furiosa auch, was aber leider nicht so funktioniert und somit bleibt Furiosa für eine Zeit lang bei den Banditen um Dementus, der gespielt wird von Chris Hemsworth und ja, er geht eigentlich gar nicht so schlecht mit ihr um, aber ja, macht sie dann doch. So einer ziemlich taffen Frau. Als Frau wird sie gespielt von Anya Taylor Joy, die kennt man natürlich aus zum Beispiel das Menü und Chris Hemsworth. Ja, da brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Es ist im Marvel-Universum der Boa. Unser Dementus, der ist ein bisschen wie Jack Sparrow, kann man so ein bisschen sagen. Er ist so ein bisschen eigenartig in seiner ja, sagen wir es mal in seiner Gestik und in, seinen, in seiner Bewegung und alles. Er ist nicht ganz so krass wie Jack Sparrow, aber so vom, vom Charakter her so ein bisschen. Nur halt mit weniger Glück, kann man mal so sagen. Er ja, hat zwar so seine Erfolge, aber es gibt zum so Moment, da verlässt ihn das Glück doch ziemlich krass. Ja, und unsere Furiosa, die hat eigentlich nur eins im Sinn, und zwar wieder nach Hause zu kommen. So viel zur Story, ja. Ja, und dieser Film ist schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser Film ist echt schwierig, denn ähm, schauspielerisch ist der Film richtig gut. Wo der Film aber wirklich teilweise Schwächen hat, ist bei der Optik. Denn manche Sachen, die hinter dem Greenscreen gedreht wurden, da sahen jetzt nicht unbedingt so gut aus. Aber ähm, es ist nicht so schlimm wie dem Trailer, wo ich aber gleich auch nochmal drauf ähm, zu sprechen komme. Also, schauspielerisch ist der Film auch richtig, ist der Film einfach gut, denn Chris Hemsworth und Anya Taylor Joy, die spielen sich da wirklich ihr Lebenswerk da zusammen, kann man schon fast sagen. Gerade ähm, Anya Taylor Joy, also, die spielt das wirklich richtig tough und ähm, die hatte zum ähm, Zeitpunkt des ähm, Drehs noch gar keinen Führerschein gehabt, hat aber einige Stunts ähm, selber gefahren wo man sagen muss ja das scheint wohl beim Film einfacher zu sein als im normalen Straßenverkehr und ähm, ja Chris Hemsworth hat so ein bisschen was von Jack Sparrow jetzt nicht so dieses ähm, ja sage ich jetzt mal dieses homosexuelle tuntige dies und das sondern auch so so ein bisschen er macht etwas und weiß manchmal gar nicht warum er damit Erfolg hat aber ähm, ja das ist da auch so ein bisschen, was auch noch so ein bisschen ähm, gut ist, ist, ähm, so, so, so ein paar Charaktere, die fallen da, die stechen da echt heraus und ähm, sind auch echt gut dargestellt. Aber was bei dem Film wirklich, wirklich, wirklich mir den Spaß teilweise genommen hat, das war die Länge. 148 Minuten sind zu lang für den Film. Er hätte mindestens 20 Minuten kürzen können und müssen. Denn man hatte manchmal da so das Gefühl gehabt, ja, habt ihr euch jetzt endlich mal ausgeheult. Können wir jetzt endlich mal weitermachen? Danke, bitte. Es war an manchen Stellen wirklich erträglich. Die Action-Szenen, die waren gut, aber da kommen wir jetzt mal zum Trailer drauf zu sprechen. Man hatte wirklich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es da so eine Art Wettrennen gibt, so eine Art Verfolgungsrennen gibt, wo man da so, wo jeder versucht so... Als ähm, letzter zu überleben oder so. So hatte ich das beim Trailer, das äh, so den, das Gefühl gehabt. Nee, war es nicht. War es nicht. Die Szenen, die man sich da erhofft hat, die, ja, es gab schon Action-Szenen, Verfolgungsszenen, dies und das. Aber es war jetzt nicht so diese riesenkrasse Verfolgungsjagd zwischen diesen beiden und diesen paar äh, Spießgesellen von Dementis. Nee. Das gab es da leider nicht. Und das ist etwas, was mich mittlerweile einfach in Trailern mittlerweile ankotzt. Und mich richtig nervt, dass da Szenen suggeriert werden, die dann, auf die man sich freut, die dann im Endeffekt im Film überhaupt nicht auftauchen. Also das ist etwas, wo ich, was mich jetzt mittlerweile richtig nervt an diversen Trailern. Das ist nicht der erste Trailer, der mir irgendetwas suggeriert, worauf ich mich dann freue und was dann im Endeffekt gar nicht passiert. Und da muss ich sagen... Das ist einfach mittlerweile unerträglich. Ja, das schon mal dazu. Ähm, was sonst noch so ein bisschen an diesem Film zu äh, kritisieren ist, ist äh, beziehungsweise positiv hervorzuheben ist, das, ist die, äh, das sind diese Maschinen, diese Fahrzeuge, Flugzeuge, dies, das. Also das ist wirklich, man denkt wirklich, das wurde alles aus Schrott zusammengebaut. Wirklich aus Schrott zusammengebaut. Und da haben die Designer da, die da für diese Maschinen und äh, Fahrflugzeuge zu, ver, äh, sich da äh, zuständig waren, die haben da wirklich absolut tolle Arbeit abgeliefert. Also das muss man wirklich sagen. Was äh, die da abgeliefert haben, das war unglaublich, das war richtig gut. Da hat man die Leute wahrscheinlich wirklich einfach frei drehen lassen. Und die konnten da wirklich ihre ganze Kreativität entfalten. Also, das war richtig gut. Ja, und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo, Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator: T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos. Und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen. Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, Mad Max a Furiosa oder beziehungsweise Furiosa a Mad Max Saga. Ja, schwierig, dieser Film. Schauspielerisch top, optisch äh, ein bisschen an manchen Stellen nicht gut. Aber einfach viel zu lang. Man hat da viel zu viele Szenen drin, wo man sich denkt: Ja, ähm, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und die dann ich teilweise den Film irgendwie so in die Länge gezogen fühlt, wo man irgendwann gedacht hat: Oh Leute, kommt langsam mal zum Schluss. Reicht langsam, kommt langsam mal zum Schluss. So viel, ja, kann man dazu sagen. Und ja, ich gebe den Film, weil der Film. Schauspielerisch gut ist, optisch in den weitesten Strecken gut ist. Kreativität gibt es auf jeden Fall, was die Maschinen angeht. Dafür gibt es auch schon mal was Positives. Aber im Endeffekt kann ich den Film nur zwischen drei und vier Totenköpfen geben, denn er ist zu lang und da sind so viele Stellen bei, wo ich gesagt hätte, oh Leute, habe ich nicht gebraucht habe ich einfach nicht gebraucht. Muss ich nicht haben, will ich nicht haben. Und dann auch, dass der Trailer Sachen suggeriert, die dann im Film nicht da sind. Das ist etwas, was mir mittlerweile bei vielen Trailern einfach auf die Nerven geht. Ja, außerdem ist mir aufgefallen, dass viele Leute meine Videos gucken, aber keine Abonnenten sind. Also gebt mir mal den Abonnenten-Button mal ein bisschen Liebe. Ja, ansonsten, wenn euch gefällt, was ich mache, Schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.